Servus und herzlich willkommen zu den Map News vom Zeitraum 23. bis 24.11.2020. Es geht heute um vier Karten, die eine neue Version verpasst bekommen haben, aber auch um eine DLC-Ankündigung. Die meisten von euch wissen sicher welche. Die Download-Links genauso wie die Timecodes sind natürlich wie immer in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um immer die neuesten News vom Mappen zu bekommen. Die erste heute ist die Kaminki von Camino und Pavelk 20 in der Version 1.0.0.2 und die Map ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Auf der Karte mit polnischer Atmosphäre wurde Folgendes verändert. Die Symbole wurden geändert und alle von den Spielern gemeldeten Fehler wurden auch behoben. Leider habe ich auf keiner anderen Webseite mehr gefunden als auf der Motub-Seite, was geändert wurde. Deswegen hier noch eine kurze Auffrischung, was es auf der Karte gibt. Nämlich 4 Verkaufsstellen, ein Sägewerk, der Autoverkehr funktioniert auch, dann 70 Felder, 4 Betriebe und noch vieles mehr, was man entdecken muss. Ich finde, die Karte ist eine wirklich schöne Karte und hat auch Ausbaupotenzial. Okay, das war's dann mit der Kaminki und es folgt die nächste Karte. Die Sadcore ist nur von Pavek 20 in der Version 1.0.0.3 und sie ist auch für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Und folgendes wurde auf der Karte verändert, nämlich vom Winter auf Sommer wurden die Straßen geändert, die Dekorationen auf dem Bauernhof im nördlichen Teil der Karte wurde hinzugefügt, der Schnee von den Dächern wurde heruntergelöscht und die Symbole wurden auch verändert. Allgemeine Infos zur Karte, eine polnische Atmosphäre hat sie, 3 Betriebe, 17 Felder, 2 Wiesen, Biogasanlage, 2 Verkaufsstellen und ein Sägewerk. Die PDA, finde ich, ist auch schön angepasst und den Autoverkehr gibt es auch. Die Karte ist auch Seasons Ready, finde ich super. Und viel mehr gibt es nicht zum Erzählen. Am besten selber anschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns die nächste Karte an. Die Kiowik ist auch eine Karte mit polnischer Atmosphäre von Pavelk 20 in der Version 1.0.0.3 und ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Folgendes wurde geändert, nämlich die Symbole und alle die von Spielern gemeldeten Fehler wurden auch behoben. Die Karte hat 3 Betriebe, über 40 Felder, eine Biogasanlage, 3 Verkaufsstellen, Sägewerk, Autoverkehr ist auch da, Fußgänger und sie ist auch Seasons Ready. Ja, und wieder eine Karte für den Singleplayer. Ich hoffe, Pavelk 20 macht auch einmal eine größere Karte für Multiplayer, weil, ehrlich gesagt, seine ganze Art und Weise, wie er Karten gestaltet, gefällt mir sehr gut und es fehlt mir persönlich wirklich noch eine Karte für den Multiplayer, eine größere Karte. Also, deswegen würde ich sagen, wir kommen zur nächsten Karte, die etwas anders ist wie die vorhergehenden. Die Le Santerre von AG Modding ist jetzt in der Version 1.0.0.1 rausten und sie ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Und der Name lässt es schon erahnen, die Map ist von einer natürlichen Region Frankreichs. Das einzige, was korrigiert wurde, ist der Zaun. Es steht nicht wo, wie viel und was. Finde ich schade. Es gibt auf der Karte einen Zugbetrieb, 2 Verkaufsstellen und einen Bauernhof ohne Gebäude. Also man kann sich seinen Hof selbst zusammenstellen. Es gibt auch keine Biogasanlage auf der Karte. Finde ich ehrlich gesagt richtig schade. Aber wozu gibt es platzierbare BGAs? Das Precision Farming DLC
kommt am 8. Dezember raus, wobei das Gameplay verändert wird für Bodenarten, Bodenproben und Ertragsoptimierung. Wie ihr von anderen YouTubern schon wisst, müssen Bodenproben genommen werden, um den Boden zu analysieren, damit man weitere Schritte für die Optimierung der Ernte planen kann. Das war es dann mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert meinen Kanal für weitere Videos und wir sehen uns in 2 Tagen wieder.